Hallo alle zusammen, hier ist wieder Luna und ich spiele heute Blaze Blue mit dem Trigger weiter im Arcade-Modus. Diesmal wird es Karl Clover sein. Und ich hoffe, dass jetzt mein PC nicht wieder meint, er möchte abstürzen. Ein ordnungsgesüßter erster Klasse. Mit Hilfe seiner mysteriösen Puppe in der Bahn hat er bereits vielen Kriminellen das Handwerk gelegt. Als erster. Hast du es suchen? Rachel Alucard. Deckt mich manchmal schon auf. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich gegen tun soll. Vor allem sind random Crashes. Ich kann ihn noch nicht mal sagen. Manchmal läuft er den ganzen Tag durch. 12 Stunden und mehr. Kein Thema. Und manchmal habe ich eine halbe Stunde am Laufen und keine Chance. Ja, da. Hallo? Jetzt hör auf! Gut, der war gut gekontert. Und jetzt bitte nicht wieder abschmieren. Was ist los, Schwester? Oh, ach so, es tut mir leid, aber meine Schwester hat vor irgendetwas Angst. Wir müssen uns vorläufig verabschieden. Verabschieden. Na egal. Chin Kisaragi. The wheel of fate is turning. Oh, was habt ihr denn für komische Eingaben? Ja genau, mach einen Bruch. Ist ja nicht so, als ob du eh schon mehr Schaden nimmst als andere Charaktere. Entschuldige, aber es gibt da etwas, was ich tun muss. Geht es dir gut, Schwester? Gehen wir. Tau Kaka. Aha, wir gehen in die ganzen Aktionen mit der. Oh, ich krieg jetzt schon die Krise. Ich gehe jetzt hier.
Ups, ah, ich hab's schon wieder getan. どうした少年よ? 何か困っているようでござるが。 おっと申し遅れた。拙者の名は獅子神バング。 この町で戸が追いをなりわいとしている。 ああ、恐れることはないぞ。 確かに拙者は戸が追い。 だがあくまで正義の戸が追いでござる。 ええ、少し道に迷ってしまって。 ご心配ありがとうございます。 僕はカルル・クローバー。 こう見えても僕も戸が追いなんです。 つまりあなたは先輩に当たるわけですね。なんと、誠か。幼き身ながら苦労しているのでござるな。とんでもありません。それにしても、僕初めて忍者さんを見ました。ぜひ先輩の技を拝見して、今後の参考にしたいのですが。おお、なんと礼節をわきまえ向上心にあふれた少年よ。よし、拙者が先輩、いや、 兄貴として胸を貸してやろう。手加減は無用だ。本気でかかってくるでござる。 The wheel of fate is turning. Level 1. Ah. はっ。 大変参考になりました。ありがとうございます、バング先輩。おおっと、また何かあったら遠慮なく言うでござる。姉さん、よかったね。とても面白いものが見られたよ。 Noel Van Nolan. Nessa, ich bin hier gerade. Oh je. Ich bin hier gespannt. Ich glaube, das letzte Mal gerastet, wie blöd. Wow, oh, der war schlecht. Du wirst mir immer noch keine Informationen geben. Ich habe es auch eilig. Und Aaron Taylor. Das Schlimmste an Aaron Taylor ist, der kann ich mit 2-3 Aktionen komplett ins Jenseits bringen. ダメージ消すが受けてるわ。ダメージ消すが強く行きます。なかなかやる。強く行きます。しまった。これからです。ありは。まだまだ。行くがいい。
Das hat keinen Zweck. Du kannst meine Schwester und mich nicht trennen. Wir sind schließlich Geschwister. Jo. Arakune. Jetzt bitte nicht wieder abschmieren, echt. Wir haben langsam keine Lust, das 100 Mal zu machen. War das ausgerechnet viel zu weit weg von der Ding? Ah, du bist so schmutzig, Schwester. Aber keine Sorge, ich mache dich sofort wieder sauber. Jo, so gehört sie's. Und Litchi Failing. Haneta, chotto matte. Hai, nan de shou ka? Masaka sore. Nirvana. Nase sore ga konna tokoro ni? Anata, ittai doko de sore o te ni ireta no? Minna 姉さんのことをそう呼ぶんですね。あなたは姉さんのことを知っているんですか? え、その、それは…ごめんなさい。言えないの。でも、このままではあなたの身が危ないわ。どうして大人の人って何でも隠そうとするんでしょうか。ねえ姉さん、この人は何か色々と知ってるみたいだよ。なのに教えてくれない。 Aha, da kann er Wurf. Jetzt hör auf, da oben zu bleiben. Puppe ist viel zu weit weg, kann ich gerade gar nicht von mir sein, ne? Na dann nicht. Hakuman, the H-Man. Oh, Kishinko. Hisashina. Hitsure desu ga, dochira sama desu ka? Sono mono no senyuu to itta tokoro da. Shikashi, ochita na, Kishin Nirvana yo.
様のその手は人を殺めるためのものではなかろう。姉さんをニルバーナと呼ぶな。哀れな人形使いよ、一つ教えてやろう。その鬼神の駆動条件、それは人の殺意、憎むべき敵に対する殺意だ。鬼神が人を狂わす？笑わせるな。貴様は自分の意志で鬼神を動かすほどの殺意で人を、人間を敵と認識しているのだ。そこまで人を憎むか。これを哀れと言わずして何という。うるさい。お前に何がわかる。お前に姉さんの何がわかる。お前に僕の何がわかる。わからんな。わかる必要もあるまい。哀れな人の子よ、絶望したお前が選んだのは悪の道。ならば貴様は私の敵だ。我は空、den Spruch kann er einfach echt nicht lassen. Dann sei der H-Man. Wow. Das hat sich auch gerade gemacht. Was gerade gecheatet? Oh, komm schon, Karl. Musstest du jetzt wieder tun. Jetzt bleib dabei. Dann kriegst du ihm wieder dein großes Outfit. Du kämpfst doch darum, dass du es zumindest einmal tragen darfst. The wheel of fate is turning. Rebel, action. Ich hasse diesen Typen. Das Problem ist, dass der echt so mega schwer zu spielen ist. Du musst die ganze Zeit die Puppe mit im Auge behalten und die ganze Zeit mitsteuern. Denn ansonsten ist Karl Korver relativ nutzlos. Ah, come on! Hör auf, die ganze Zeit zu blocken. Ich bin komplett wehrlos sonst. Oh, ich liebe es, dass Hakumen 2-3 Angriffe braucht und hat schon gewonnen. Mit Karl Clover ist das echt ein Problem. Ja, nächstes Outfit. Eigentlich habe ich nicht wieder vorgehabt, 3 Stunden den ganzen Quark hier zu machen, weil wieder... これからです。それを見ないです。
ich weiß gar nicht, was ich gegen den Groß machen soll. Wie gesagt, die Puppe ist so blöd zu steuern, weil du die immer extra steuern musst. Du kannst die nicht steuern, während du aktiv in der Combo bist. Das ist das, was diesen Charakter fast schon unspielbar macht. Es wäre schön, wenn man der wenigstens Ding gleichzeitig agieren könnte mit der dummen Puppe. Aber nein, die dumme Puppe ist nur dann aktiv, während du nicht aktiv bist und umgekehrt. Wodurch das Combo machen mit dem fast zu einem Glücksspiel wird. Und noch einmal. Ja, Karl Clover macht natürlich wieder 3 Millionen Continues. War aber fast zu erwarten. Dasselbe habe ich auch eingegeben. Ich finde das eine Cheaterei, dass das überhaupt geht, aus irgendeinem Grund. Ja, mach. Außerdem verstehe ich die Steuerung der Puppe nicht. Mal gebe ich zum Gegner hin einen Halbkreis, der macht den Wurf. Mal gebe ich den Halbkreis zum Gegner hin ein und er macht auf einmal diese komische Rutschattacke. Wie ist das denn überhaupt geregelt? Muss ich da sehen, wo die Puppe gerade steht von mir oder ist es dann an meinen Charakter gerechnet? Das ist echt nicht klar zu erkennen. Wow, die ist auch noch im Eimer. Das ist schlecht, wenn passiert. Denn wie gesagt, Karl Clover ist nichts mehr wert, solange die Puppe nicht da ist. War ja noch nicht mal auf Anhieb. Ja, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Ja, das spoil ich jedes Mal, weil das ist immer dasselbe.姉さんはこんなにした父さんを絶対見つけ出す。青の魔導士を見つけ出し、必ず手に入れる。対象認識自立モード起動。それを人が悪というのなら、僕は喜んで悪になる。対象認識障害認識排除容認。対象を障害と認識。 Eins, was ich hier darum finde, dass es keine verschiedenen letzten Bosse gibt, weil irgendwie ist die manchmal schon ein wenig aufgesetzt unter Angesicht, wie das Ganze hier verläuft, weil warum sollte er jetzt unbedingt zwangshalber mit denen rumstreiten? Oh, das Dumme ist halt, wenn Karl Clover einmal getroffen wird, ist schon wieder die Puppe außer Gefecht. Das ist echt... Karl Clover ist so ein bisschen der große Witz zum Spielen. Oh, die hat wieder dasselbe Problem, wie der andere auch schon mal hatte. Oh, jetzt bleib halt mal im Nahkampf. Ah. Ragnarza Blood Edge だって姉さん。
それにしてもこれ参考になるのかな。なんで人相書きの絵ってこう何とも言えない絵なんだろうね。それはともかく情報が正しければラグナザ・ブラッドエッジは家具土にいるらしいんだけど。分かってるよ姉さん、無茶はしないから大丈夫、心配しないで。よしっと、じゃあ情報収集に行こう。この上クラスの英士たちも何人か来てるみたいだし、統制機構が関わっているとすればかなり信憑性は高いよ。もしかしたらイカルガの英雄さんに会えたりするかもね。大丈夫だよ姉さんは僕が助ける。必ず青を手に入れよう。きっと何かが分かるはずだよ。Ragnus Bild ist immer noch das beste Bild. Naja, nach kleinen technischen Problemen mit dem PC hat es dann doch wieder relativ gut geklappt mit dem Durchspielen. 2 Continues ist akzeptabel, nichts Schlimmes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn nein, einen Daumen nach unten. Aber ein kurzer Kommentar, warum es euch gefallen oder auch nicht gefallen hat, wäre natürlich klasse. Wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet, würde ich mich super drüber freuen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr es tun, indem ihr beispielsweise das Video teilt auf Facebook und den ganzen Social Medias. Ansonsten, wenn ihr mich direkt unterstützen wollt, könnt ihr das auch gerne über mein PayPal tun, ist freiwilliger Basis. Ich freue mich über jede Spende und sei es nur ein Euro und ein paar Cent, ich kann wirklich alles gebrauchen. Ansonsten sehe ich euch dann wieder im nächsten Video. Bye, bye!